Die beiden. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Oh, shit, keine Muni mehr. Kacke. Da wärst du doch. Ah, frisst das. Schockzerstörer ist geil. Ihr wollt aufs Maul mit dem Schockzerstörer? Gerne. Bam, bam, bam. Hi. Falls du mich hörst, ich aktiviere die BS-33 Omegatron-Verteidigungsstation. Ja, verteidigen wir Holefa gegen die Piraten. BS-33 Omegatron-Verteidigungsstation. Zu gefährlich. Wie zu gefährlich? Na, damit ist klar, BS steht für Blödsinn. Ohne Gefechtstürme ist Dogwaters Schiff. Irgendwie check ich den Witz nicht. kann mir das mal jemand erklären mit dem BS für Blödsinn? Also im Prinzip müssen wir einfach nur, wenn die Kanonen aus ihren Verstecken kommen, müssen wir einfach drauf schießen, das war's. Wir können einfach mal ignorieren, dass wir beschossen werden. Da 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 da. Di. So. Wir müssen das Ganze aber zweimal machen. Oh! What the hell? Ich frag mich auch, wie die. Ja, okay. Ich habe einen kurzen Moment nicht aufgepasst. Natürlich. Kommen sie dann hier her. Wollen aufmucken. Aber nix da. Ihr muckt hier nicht. Dass ihr es verstanden habt. Ihr Rüpel. Ja, und sie ist Level 4. Und macht jetzt noch mehr fucking Schaden. Oh, doch, es gibt doch speziellere Gegner. Es gibt noch die da, das habe ich ganz vergessen. Aber die halten einfach nur mehr aus. Was Besonderes sind die jetzt auch nicht. Also eine besondere Taktik, warum auch nicht. Ah, und was ich noch vergessen habe, es gibt noch die Piraten mit Schild. Sorry, okay, es gibt auch verschiedene Gegnerarten. Ich hab nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Ich glaube, der Schockzerstörer war für die falsche Waffe. Ja, egal. Zack. Nix da. Hau. Ruck. Zuck. Muck. Die Kanonentypen erledige ich doch noch locker. Die mit dem Schild, gegen die kann man halt ziemlich gut vorgehen mit dem Schockzerstörer. Bam. Die ganz normalen Fußeinheiten kann man relativ gut vorgehen mit dem. Ah, sei doch scheiße. Bam. So, du kriegst noch was mal. Ah. Ach, Kacke. Ich will jetzt diese Dinger vor 5 kriegen. Moment. Oh, Schockzerstörer. Komm, brauch nur ein bisschen Muni für das Ding. Oh, schon wieder Schockzerstörer. Schon wieder Schockzerstörer, natürlich. Ja, warum auch nicht? Moment. Da oben steht übrigens Darkwater, wer es noch nicht gesehen hat, beziehungsweise Slag oder wie auch immer man es nennen mag. Das Ding, was da neu entstanden ist. So, jetzt, aber eine Granate. Ah, oh, weißt du. Ich hoffe mal, das reicht. Bam, geht doch. V5. Jetzt müsste ich auch wieder volle Muni haben, da ich die Waffe aufgelevelt habe. Jetzt demonstriere ich euch mal kurz, was die kann. Die hat einfach nur einen größeren Explosionsradius, so wie das aussieht. Yep. Wenn wir ab jetzt wieder, falls nochmal Bodentruppen kommen sollten, mit dem Dingens weiterkämpfen, mit dem Schockzerstörer. Der hat nämlich jetzt wieder volle Muni. Aber ich glaube, jetzt kommen keine Bodentruppen mehr, jetzt müssen wir nur noch einmal Muni wasted. Einmal das Schiff zerstören von dem Kerl. Die kommt jetzt, okay. Zack, 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 drauf. Jetzt kommt die. Zack, 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 drauf.
Dann kommt wieder die. Zack, zack, zack. Oh, kacke, doch nicht. Zack, zack, zack. Drauf, drauf, drauf. So, jetzt ist die mittlere down. Komm, die, okay. Zack, zack, zack. Die Gewerkschaft? Was ist eine Gewerkschaft? Wovon redet der? Ach, egal. Zack, zack, zack. Bum, bum, bum. Ich scheiß jetzt einfach mal drauf, dass wir nur noch 6 Leben haben und BAM zerstört. Und die Piraten hauen ab. Du hast uns alle gerettet, Fremder! Ich bin immer noch der Fremde, obwohl ich sie schon gerettet habe und ihre scheiß Türme repariert habe. Verdammt. Wir müssen Darkwater finden, bevor er wieder zurückkommt. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Egal, wirklich? Wenn wir den Stern nicht finden, siehst du Clank nie wieder. Mir egal. Aber der Stern ist nicht in der Morgenhöhle. Wir hätten ihn gefunden. Gibt es nicht einen anderen Ort? Adolis. Adolis, das ist Adolis. Am anderen Ende der Galaxie. Da verstecken die den Drehstern niemals. Oh doch, gerade da. Eine Karte? Ratchet, das könnte der Plan von Darkwaters Schatz sein. Nee. Such jemanden, der sie entschlüsseln kann. Apropos, die Frage. Jetzt mal an alle, die sich mit Ratchet Clank noch ein bisschen besser auskennen als ich. Wer ist diese Tussi? Ich kenne die nicht. Ich kenne sie nicht. Vielleicht kommt sie in Tools of Destruction das erste Mal vor, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja, wollte ich schon mal so gesagt haben. Wenn mir das vielleicht irgendjemand erklären kann. So, was hat der noch zu sagen? Hey, junger Freund. Hast du schon Käufer für diese Schrittator-Dinger gefunden? Tut mir leid. Ich spreche kein Dekatoridisch. Oh. Der kann das bestimmt übersetzen. Für eine geringe Gebühr. Wie sollte es auch anders sein? Wo war der eigentlich, als die Piraten angegriffen haben? Tja, an Angstroms Stelle wäre die Darkwater-Bucht mein Ziel gewesen. Der Legende nach sind dort seine Schätze versteckt. Ja. Kumpel, heute ist dein Glückstag. Ich spreche zufällig fließend Dekadroidisch. Ich könnte dich führen. Natürlich gibt's das nicht umsonst. Also. Bare Münze! Oh! Ach, natürlich. 12.500 Bowls. Oh, herzlichen Dank, Kumpel. Gehen wir. Wie wir einfach mit Schweiß diese Scheiße zusammensammeln und er steht einfach nur dumm rum und verdient trotzdem jede Menge Kohle. Los, Partner. Wie wär's, wenn wir uns dieses Boot leihen? Ja, machen wir das. So, dann geht's jetzt auch auf diese Insel, die ich auch ziemlich cool finde, muss ich sagen. Der Schmuggler hielt sein Wort. Und mit dem Drehstern in seinem Besitz und ohne Umweg an die Bar fuhr unser Held in die rabenschwarze Nacht auf der Suche nach Abenteuer an. Jetzt übertreibst du aber, Pete. Willst du da wirklich reingehen, Kumpel? Ich habe echt beunruhigende Dinge über diese Insel gehört. Der Stern ist meine einzige Chance, Clank zu finden. Ich verlasse Murdergrawn. Ich verlasse Murdergrawn. Nun gut, aber ich kann meine Lieblingskunden nicht ohne zusätzliche Feuerkraft ziehen lassen. Nimm doch diese Waffen. Die habe ich vor Hulefar im Meer gefunden. Hey, jetzt haben wir auch die letzten Waffen wieder. Zack, der Nanoschirm ist nämlich auch noch ziemlich cool. So. Würde ich sagen, gehen wir mal los. Also die Insel ist in 3 Sektoren eingeteilt. Das heißt, wir müssen 3 Prüfungen bestehen, bevor wir oben in die große Höhle, wo der Schatz ist, rein können. So. Gehen wir erstmal hier ein bisschen Sachen kaputt machen, weil wir keine Hobbys haben. So. Mit dem Piratenschädel reden. Welche gierige Seele wagt es, die Darkwater-Bucht zu betreten? Nimm deinen Namen
und hoffe, dass er mir bekannt ist. Ich bin natürlich der große Pirat Ratchet. Dieser Pirat ist mir nicht bekannt. Verschwinde, sonst reiße ich deine Seele auf ewig aus deinem Körper. Dann bin ich Rumble Slack. Slack, du hast Nerven, hier aufzutauchen. Verschwinde, mieser Betrüger. Diese Insel darf nur einer betreten. Der wahre Captain. Ich find's überhaupt geil, dass der irgendwie sich nach dem dritten Mal immer noch verarschen lässt und dann trotzdem noch glaubt, ich wäre Angstrom Darkwater. Captain, ist das möglich? Du hast dich verändert, aber es ist lang her und meine Augen sind nicht mehr die besten. Wenn du Darkwater bist, beweise es und kämpfe mir! Ei, ei! Das ist ein Witz, oder? So, okay. Was nehmen wir denn? Wir nehmen am besten den Schockzerstörer. Toll. Bam. Stresst mich nicht. Ich hab bald einen Schockzerstörer V5. Oh ja, das war jetzt mega Skill. Willkommen, alter Knochen. Nur herein. Was ist das da hinten eigentlich für ein komischer Turm? Das wüsste ich mal gerne. So, egal. Gehen wir erstmal da weiter. Wir sind jetzt drin. Gucken, was uns hier in der Darkwater-Bucht erwartet. Toll. Eben dachte ich noch, ein paar Fallen wären nett. Ein paar Fallen wären nett. Oh ja. Darkwater muss die Lagune irgendwie überquert haben. Komm, sehen wir uns die Insel an. Ja, natürlich. Und hier stecken zwei Schwerter im Baum. Man achte auch ein wenig auf die Details, wie die Welt gestaltet ist und so. Das ist an sich nicht schlecht gemacht. Gefällt mir. Oh, jetzt ist das Ding fast Level V5. Weißt du? Ah. So, wir müssen jetzt leider unten rumgehen. Diese Dinger, das könnt ihr jetzt noch nicht sehen, aber wenn wir da zu lang draufbleiben, dann verschwinden die natürlich im Wasser und ziehen uns in eine ewige Verdammnis und so weiter und so fort. So. Zum Glück können wir uns noch bewegen, während wir das machen, sonst wäre das echt schwer. So, zack, 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 zack. Ah, und schnell auf die Plattform und hoch. Oh, Kacke. Nein. Oh. Was ist das? Ignorieren wir es einfach. Und reden erstmal mit diesem komischen Schädel da. Ich habe nicht geschlafen, ich... Moment, bist du nicht zu klein und pelzig, um Angst vor Darkwater zu sein? Beweise es. Spiel seine Untergangssinfonie. Das ist der erste Teil. So. Das ist nämlich jetzt die einzigste Sache im Spiel, die ich eigentlich überhaupt gar nicht so mag. Ich meine, das ist ganz nett, dass sie sich so ein Rätsel ausgedacht haben, aber naja. Also es wird schon einigermaßen schwer jetzt gleich. Zack, zack. Oh, das war jetzt allein... Also um die Uhrzeit bin ich zu sowas nicht mehr fähig, Mann. Wie können die mir sowas antun? So, dann kam der, dann kam der, dann kam der, dann kam der, oder? Ja, okay. Das kann ich noch. Aber das nächste wird schwer. Eine schöne Melodie. Ich hätte ja getanzt, aber meine Beine sind weg. Jetzt bleibt nur noch ein Teil zum Nachspielen. Hier ist er. So, warte. So, 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 nein, scheiße. Kennst du Angst um Darkwater überhaupt? Ah. Ich habe schon viele miese Betrüger gesehen, aber du bist der mieseste. Ja, komm, halt mal. Mach nochmal.
Los, komm schon. Holt Sand in den Ohren, wie? Na gut. Genau, der war zuerst, dann war der, dann war der. So, dann muss ich ganz normal zurückgehen und dann einfach nochmal ganz hin. Also, zack, zack, dann ganz normal zurückgehen, zack, 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 und jetzt nochmal ganz hinten hin, zack, und das war's. Ah, du bist es, Captain. Niemand haut dir die Tasten wie du. Oh. Hier sind die fehlenden Stufen. Spaß noch. Das war eigentlich auch schon das schwerste Rätsel im ganzen Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Auge Nummer 1 ist aktiviert. Gut gemacht, Ratchet. Na los, zwei sind noch da. Jetzt werden wir eine äußerst lange und schwere Grand Passage hinter uns bringen, die extrem Skill erfordert, weil wegen kompliziert und ja. Weiter geht's zur nächsten Herausforderung. Die Herausforderung auf dieser Insel finde ich eigentlich ziemlich geil gemacht. Die Insel ist auch nicht schlecht an sich. Macht wirklich Spaß zu spielen, muss man sagen. Wupp, wupp. Wow. Yep. So, wo die Waffenmodifikation hier oben ist, kann ich euch leider absolut nicht sagen. Bernd, komm mit. Moment. Ich hab's gleich. Achso, ja klar, ich muss die Dinger wegkriegen. Das macht Sinn. So. Zack. Ja, wobei, eigentlich komm ich schon rüber, oder? Ui! Haut ab! Ja, die Insel ist wirklich nicht schlecht. Zack! So, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich war gerade bei dem Schockzerstörer drin. Und V5! Er ist offiziell gepimpt. Yo! So. Jetzt gehen wir aber noch hier rüber. Da sind wir schon durch diese schwere Höhle durch. Durch diese schwere, anstrengende und lange Höhle. Und sind schon beim Rätsel. Ich finde diesen Piraten da irgendwie sehr geil gemacht, muss ich sagen. Hier, die Dinger können wir übrigens bewegen. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber hey, man könnte sie bewegen. So, mit dem Barkeeper reden. Hey, hier ist reserviert für Captain Engstrom Barwater. Oh, Darkwater. Mach mir einen Trink und du kannst durch. Oh. Ja, okay. Ein bisschen prickeln, dann Kälte dazu. Ein stürmischer Abschluss, der Berater der Ruhe. Also. Prickeln, dann Kälte dazu und der stürmische Abschluss. Ich hoffe, jetzt hat ihr verstanden, wie das funktioniert. Also leichter kann man es eigentlich so nicht darstellen. Etwas bitter im Abgang, gute Menge Knutscherkarpfen, ein leckerer Mix.